sei mal, auf einem ausgetrockneten Flussbett irgendwo im Wald zu landen oder egal wo. Auf jeden Fall ist sie kurzstartfähig, wie man gesehen hat. Und ja, mit einer entsprechenden Größe gebaut, ist das schon eine imposante Erscheinung. Sehr schön ist bei der Beaver auch zu sehen, meine Damen und Herren, die Beleuchtung, die Navigationsbeleuchtung, die Slips und vielleicht rote Grünbeleuchtung, Grünmarke. Es sind alles finale LEDs in der Hochkante. Und diese LEDs, dass man sich fast die Augen verblitzt, wenn man da zu lange reinschaut. Und deshalb sind sie auch am Tage schon so gut zu sehen und in der Nacht erst recht. Das werden Sie heute Abend sehen, wenn die Nacht gut schon ist. Zwei Meter. Daher wollen wir es weiter. Okay.